Genf, 26. November 2008. Die 70-jährige Josephine Silvano wartet auf ihren Sohn Pierre. Er wohnt nur 10 Minuten von ihr entfernt. Mutter und Sohn haben ein gutes Verhältnis. Für die gebürtige Italienerin sind ihre Kinder ihr ganzes Leben. Normalerweise frühstückten sie jeden Morgen zusammen. Ihr Sohn ist Josephine Silvano sehr wichtig. Er war schon 35, aber sie war eben die italienische Mama. Der älteste Sohn. Seine Eltern waren sehr stolz. Er war ein Sunny Boy, der gerne Schmuck und teure Kleidung trug. Er stammte aus einfachen Verhältnissen, verdiente aber viel Geld und schaffte so den gesellschaftlichen Aufstieg. Eine Zeit lang modelt Pierre Silvano für bekannte Luxusmarken. Das öffnet ihm die Tür zum Genfer Jet Set. Mit seinen schicken Autos und seiner Wohnung in bester Lage ist Pierre der ganze Stolz seiner Mutter. Seit Jahren besucht Pierre jeden Morgen seine Mutter. Doch an diesem Morgen kommt er nicht. Um 8 Uhr rief ich ihn an. Er ging weder ans Handy noch ans Festnetztelefon. Das ist ungewöhnlich. Seine Mutter beginnt, sich Sorgen zu machen. Hatte er verschlafen? War er krank? Die Gedanken einer Mutter, die nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen wollte. Sie beschloss, bei ihm nach dem Rechten zu sehen. Ich fuhr mit dem Auto zu seinem Wohnhaus, weil ich dachte, er sei krank. Also ging ich direkt in die Wohnung. Josephine Silvano hat einen Schlüssel zu seiner Wohnung und beginnt, nach ihrem Sohn zu suchen. Sie hat nach ihm gerufen, aber keine Antwort. Im Schlafzimmer sah ich, dass Pierre noch im Bett lag. Ich berührte ihn an den Füßen. Sie war nicht warm, aber auch nicht ganz kalt. Josephine Silvano geht zum Kopfende. Ich schlug die Bettdecke zurück und sah, dass er Blut im Gesicht hatte. Ich dachte, er habe eine Entzündung oder ein geplatztes Trommelfell. Pierre Silvano reagiert nicht, als seine Mutter ihn schüttelt. Sie alarmiert den Notarzt. Es ist mittlerweile 9 Uhr. Im Wohnviertel ist alles ruhig, als der Rettungsdienst eintrifft. Die Sanitäter untersuchen Pierre Silvano und stellen fest, er atmet nicht mehr. Ich dachte, er hätte vielleicht eine Mittelohrentzündung. Dass er tot sein könnte, kam mir nicht in den Sinn. Ich verstand gar nichts mehr. Die Rettungssanitäter sind misstrauisch. Für einen natürlichen Tod gibt es sehr viele Blutspuren. Sie alarmieren die Polizei. Der normale Ablauf sieht vor, dass der Rettungsdienst die Polizei verständigt, wenn er verdächtige Umstände feststellt, wie in diesem Fall. Als die Polizei kam, schob man mich zur Seite. Die Ermittler gehen sofort ins Schlafzimmer. Eine erste Untersuchung ergibt, Pierre Silvano ist keines natürlichen Todes gestorben. Die Gerichtsmedizinerin fand 2 Öffnungen hinter dem linken Ohr des Toten, die wie Einschusslöcher aussahen. Es könnten also Kugeln im Kopf stecken.
Wir berieten uns mit den Kriminaltechnikern, wie man diese Spuren sichern könnte. Die Polizei geht jetzt von einem Verbrechen aus. Pierre Silvanos Schwester Geraldine wird verständigt. Sie fährt sofort zur Wohnung ihres Bruders. Als ich bei der Wohnung ankam, hörte ich meine Mutter schreien. Auf dem Treppenabsatz stand ein Polizist, der mich nicht reinließ. Das sei ein Tatort. Ich rief nach meiner Mutter und sie sagte, man hat ihn umgebracht. Sie war voller Blut. Die beiden Frauen sind erschüttert. Wenn der eigene Sohn in einer Blutlache liegt, ist das ein großer Schock. Ich verstand nicht, was passiert war. Ich konnte gar nicht fassen, dass Pierre getötet worden war. Als der Leichenwagen mit dem Sarg ankam und sie meinen Bruder in eine Plastikhülle packten, das war schrecklich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. C'est pas possible, c'est impossible, c'est inimaginable. Die Polizei lässt die Leiche sofort zur Obduktion bringen, um erste Spuren zu sichern und eine Auskunft über die Todesursache zu bekommen. Eine Röntgenaufnahme des Kopfes zeigte, dass zwei Projektile im Schädel steckten. Kleinkalibergeschosse. Der Tod warf natürlich jede Menge Fragen auf. Wer wollte Pierre töten und warum? Er hatte keine Vorstrafen oder Ähnliches. Die Polizisten durchsuchen akribisch jedes Zimmer der Wohnung. Auch der Eingangsbereich wird untersucht. Dort fällt ihnen etwas Entscheidendes auf. Wir stellten fest, es wurde nicht eingebrochen. Die Wohnungstür war verschlossen. Aber überall befand sich ein weißes Pulver auf dem Boden. In der Wohnung wurde eine Art Reinigungspulver verstreut, um Spuren verschwinden zu lassen. Für die Ermittler steht fest, sie haben es mit einem sorgfältig geplanten Mord zu tun. Noch wissen sie nicht, dass dieser Fall sie für die nächsten 2 Jahre beschäftigen wird. Auf der Polizeiwache beschäftigen sich die Beamten eingehend mit dem Lebensstil von Pierre Silvano. Er war das Kind italienischer Einwanderer. Pierre und seine Schwester wurden in der Schweiz geboren und waren somit Teil der großen italienischen Gemeinschaft der Schweiz. Er hatte nicht studiert, aber er hatte gute Instinkte. Die Ermittler finden heraus, Pierre Silvano hatte nicht nur als Model Geld verdient, sondern auch als ein erfolgreicher und ambitionierter Unternehmer. Er arbeitete viel und hatte einen Sinn fürs Geschäft. Er besaß eine Firma, die Fahrzeugchips herstellte, und eine Druckerei. Und Pierre Silvano stellt seinen Erfolg gern zur Schau. Könnte er Neidern zum Opfer gefallen sein?
Ein junger, reicher, gut aussehender Mann, der gerne mal Geld auf den Kopf haute. Er mochte Schmuck und gute Kleidung. Pier Silvano lief gern mit Bündeln von 1000 Frankennoten herum und lebte auf großem Fuß. Er ging in teure Restaurants, angesagte Bars und fuhr einen Ferrari. Er hatte sogar mehrere Ferrari. Seine Freunde gehörten zur High Society von Genf. Man verkehrte in denselben Bars, Clubs und Restaurants und genoss das Leben in vollen Zügen. Pier Silvanos ausschweifender Lebensstil bleibt nicht unbemerkt. 2003 lernt er die junge Genferin Karine kennen. Eine junge, wohlhabende Frau, die Pferde liebte und sich in der Welt des Reitsports bewegte. Sie ist ein Mitglied der Genfer Oberschicht und nimmt aktiv an zahlreichen Reitturnieren teil. Karine verlor ihren Vater, als sie 5 oder 6 Jahre alt war. Sie hat nie gearbeitet, ihre Mutter auch nicht. Sie lebten von dem Vermögen, das ihr Vater hinterlassen hatte. Die beiden Frauen wohnten in einem Steinhaus an der Waadtländer Riviera, einem sehr schönen Ort, der das Großbürgertum anzieht. Pierre wollte Karine um jeden Preis beeindrucken und für sich gewinnen. Karine kann seinem Charme nicht widerstehen. Sie teilen eine Vorliebe für Luxus und schöne Dinge. Karine war sehr markenbewusst und liebte alles, was glitzerte. Er hatte einen Ferrari, gab Dinnerpartys und konnte ihr im Gegensatz zu anderen Verehrern etwas Außergewöhnliches bieten. Und deshalb hat es funktioniert. Karine schwebt auf Wolke 7. 2005 macht Pier Silvano ihr einen Heiratsantrag in Las Vegas. Als sie aus Las Vegas zurückkamen, lud er uns in ein Restaurant ein und eröffnete uns, dass sie dort geheiratet hatten und es in Genf offiziell machen wollten. Pierre war glücklich, also war ich es auch. Pierre Silvanos Ehefrau Karine ist nicht in der Wohnung, als seine Leiche gefunden wird. Die Beamten laden sie zur Vernehmung vor. Karine ist erschüttert. Sie will um jeden Preis den Mörder ihres Mannes finden. Gegenüber den Ermittlern äußert sie einen Verdacht. Sie berichtet den Ermittlern Details aus dem Berufsleben ihres Mannes. Und für die Beamten zeichnet sich das Profil eines knallharten Geschäftsmannes ab. Er war mit einer Reihe von Personen in einen Konflikt geraten. Pierre hatte sich nicht nur Freunde gemacht. Sie gab uns 2, 3 Hinweise über die Arbeitsweise ihres Mannes. Er galt als Außenseiter, der nicht viel erzählte. Karine erzählt von einem Streit, den ihr Mann mit einem ehemaligen Geschäftspartner hatte. Es ging um mehrere tausend Euro. Der Streit war einige Monate vor seinem Tod vor Gericht ausgetragen worden und Pier Silvano hatte gewonnen. Die andere Person hatte in dem Prozess viel Geld verloren und könnte daher wütend gewesen sein. Auf jeden Fall gab es einen sehr unzufriedenen Geschäftspartner. Bei ihren weiteren Ermittlungen kommt heraus, der ehemalige Geschäftspartner ist nicht der Einzige, mit dem er Probleme hatte. Pierre war in einen Rechtsstreit mit seinem Vermieter verwickelt. Er hatte ihn bereits zum 2. Mal verklagt. Pierre Silvano war ein kluger Geschäftsmann.
und ließ sich nicht über den Tisch ziehen. Er hat die Miete beanstandet, weil sie zu hoch war. Es gelang ihm, den Mietpreis enorm zu senken. Mit einem Mietvertrag über 10 Jahre hatte der Vermieter damit 500.000 Schweizer Franken verloren. Das war eine mögliche Spur. Unzufriedene Menschen, die wegen Pierre Silvano viel Geld verloren haben. Das ist ein mögliches Motiv. Die Ermittler laden alle zur Befragung vor. Ihre Alibis werden überprüft. Doch nach tagelangen Ermittlungen stellen die Polizisten fest, der Wohnungseigentümer wurde entlastet, weil er zum Zeitpunkt des Mordes nicht in der Schweiz war. Der ehemalige Geschäftspartner hatte die ganze Nacht in seinem Haus verbracht, das zudem relativ weit von Genf entfernt ist. Er benutzte regelmäßig sein Mobiltelefon. Beide Spuren führten ins Leere. Drei Tage sind seit dem Mord an Pierre Silvano vergangen. Die Ermittler beschließen, den Fall noch einmal neu zu betrachten und beginnen am Tatort. Dort stellt sich die Frage, wenn es keine Anzeichen für einen Einbruch gibt, wie ist der Täter dann in die Wohnung gelangt? Die Polizei befragt die Nachbarn zur Tatnacht. Eine Nachbarin ist sich sicher, gegen 3 Uhr morgens Schritte in der Wohnung über ihr gehört zu haben. Und zwar Absätze von Frauenschuhen, die über Pierres Fußboden liefen. Ein wichtiges Indiz, denn es passte zeitlich zum Todeszeitpunkt, den die Gerichtsmedizinerin festgestellt hatte. Laute Geräusche zur Tatzeit. Wenn eine Person mitten in der Nacht in Pierre Silvanos Wohnung war, kann sie nur auf einem Weg hineingekommen sein. Es handelt sich um eine luxuriöse Maisonette-Wohnung im 3. und 4. Stock, mit direktem Zugang über den Aufzug. Man konnte also nicht einfach so in Pierres Wohnung gelangen, sondern brauchte einen Schlüssel. Nur dann fuhr der Aufzug direkt zum Apartment. Die Polizei untersucht den Aufzug. Bei der Befragung der Nachbarn erfahren sie, dass am Tag vor Pierres Tod ein Techniker vorbeigekommen war. Die Ermittler rufen die zuständige Wartungsfirma an. Aber die Aufzugsfirma hatte gar keinen Techniker geschickt. Wer war der Mann und was hatte er dort zu suchen? Das ist verdächtig. Möglicherweise hat der Unbekannte den Aufzug manipuliert. Wir fragten bei der Aufzugsfirma nach, wann sich die Kabine bewegt hatte. So konnten wir die Ankunftszeit des Täters ermitteln. Der Aufzug war gegen 3 Uhr morgens in den 3. Stock gefahren. Das passte zu der Aussage der Nachbarin, die um die gleiche Uhrzeit Schritte gehört hatte. Wir baten unsere Kriminaltechniker, DNA-Spuren im gesamten Fahrstuhlschacht zu sichern. Während die Ermittler auf die Ergebnisse der Analysen warten, fassen Sie die ersten Erkenntnisse zusammen. Ein falscher Techniker, der Täter sein könnte. Aber auch eine mysteriöse Person mit Stöckelschuhen um 3 Uhr morgens in der Wohnung. Aber Karine, die Frau von Pierre Silvano, war in dieser Nacht nicht zu Hause.
Sie gab an, bei ihrer Mutter übernachtet zu haben. Diese sagte, ihre Tochter sei nicht rausgegangen. Hatte Pier Silvano eine Affäre? Die unbekannte Frau mit den hohen Absätzen könnte eine Geliebte sein, die einen Teil der Nacht bei ihm verbracht hatte. Die Beamten schauen sich die Beziehung des Ehepaars genauer an und stellen fest, Pier Silvano und seine Frau hatten sich getrennt. Sie lebte bei ihrer Mutter. Das Umfeld war zu dem Schluss gekommen, dass die Beziehung am Ende war. Sie war toxisch geworden. Möglicherweise hängt der Tod von Pier Silvano mit seiner Ehekrise zusammen. Ein eskalierter Streit zwischen den Eheleuten scheint aber unwahrscheinlich. Zwei Schüsse in den Kopf sprechen für eine geplante Tat. Vor allem gab es in der Wohnung keine Unordnung, die auf einen Ehestreit hindeuten würde. Trotzdem beschließen die Ermittler, Karin zu beschatten. Vier Tage sind seit dem Mord an Pier Silvano vergangen und die einzige Spur ist bisher seine Ehefrau. Die Entscheidung der Polizei, Karin abzuhören, war klug. Alle Telefonate wurden aufgezeichnet und von Beamten abgehört. Mehrere Wochen lang hören sich die Ermittler jedes Detail aus Karins Gesprächen an. Zunächst ist nichts verdächtig. Doch mit der Zeit gerät eine neue Person ins Visier der Ermittler. Wir erfuhren, dass Karin einem Mann namens Philippe sehr nahe stand und sich regelmäßig mit ihm traf. So regelmäßig, dass die Polizisten nach einigen Tagen davon überzeugt sind, Philippe ist der Liebhaber von Karin. Er lebte in Genf, reparierte Fernseher und war etwa im selben Alter wie Karin. In den Wochen und Monaten vor Piers Tod hatte er häufig Kontakt zu Karin. Wollte ein eifersüchtiger Liebhaber den Ehemann aus dem Weg räumen? Die Ermittler beschließen, der Spur nachzugehen. Um herauszufinden, wo Philippe zur Tatzeit war, begannen wir mit Ermittlungen und überprüften die Handydaten. Es stellte sich heraus, dass er sich am Vorabend gegen 19 Uhr etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt aufhielt. Und am nächsten Morgen gegen 6 Uhr war er am Flughafen, weniger als 300 Meter vom Tatort entfernt. Philippe wird 6 Stunden vor und 3 Stunden nach dem Tod von Pier Silvano in der Nähe des Tatorts geortet. Obwohl er dort weder wohnt noch arbeitet. Philippe behauptet, eine Bekannte zum Flughafen gefahren zu haben. Doch die Fluggesellschaft kann den Flug nicht bestätigen. Februar 2009, 3 Monate nach dem Tod von Pier Silvano, liegen die Analyseergebnisse aus dem Aufzug vor. Damit gelingt den Ermittlern ein erster Durchbruch. Die Kriminaltechniker untersuchten den gesamten Aufzugsschacht. Auf der Höhe von Piers Wohnung im 3. Stock fanden sie einen Fingerabdruck und bestimmten die DNA. Das Ergebnis? Die DNA, die im Fahrstuhlschacht gefunden wurde, stammt von Karin, Pier Silvanos Ehefrau.
Niemand hätte es für möglich gehalten, dass seine Frau darin verwickelt sein könnte. Das gibt dem Fall eine neue Wendung. Was hat Karin mit dem Mord zu tun? Und wie konnte ihre DNA in den unzugänglichen Schacht gelangen? Nur eine Person, die sich auf dem Dach des Aufzugs befand, konnte DNA hinterlassen. Karin hatte seit der Trennung keinen Schlüssel mehr für den Aufzug. Doch Philippe, ihr Geliebter, ist ein erfahrener Techniker. Er könnte den Aufzug vom Dach aus bedient haben, um auf die Etage von Pierre Silvano zu gelangen. Karin wird telefonisch befragt und zeitgleich observiert. Die Beamten wollen beobachten, wie sie auf das Telefonat reagiert. Wir sagten ihr, wir hätten neue belastende Beweise gegen sie. Und dann baten wir sie, zur Polizeiwache zu kommen, wo wir sie verhören wollten. Und auf dem Weg warf sie etwas in einen Gulli, ein unbekanntes Objekt. Anschließend setzte sie ihren Weg zur Polizeiwache fort. Ein Polizist war ihr gefolgt und suchte im Gulli nach dem weggeworfenen Gegenstand. Es war eine Telefonkarte. Um in öffentlichen Telefonzellen zu telefonieren. Sie war in zwei Teile zerbrochen. Wir haben sie sichergestellt und untersucht, wo sie benutzt wurde. In der Zwischenzeit stellt sich heraus, dass es bei der Überprüfung von Philippes Alibi zu einem Fehler gekommen war. Es gab eine Verwechslung bezüglich der Flugnummer und des Wechsels zwischen Sommer- und Winterflugplan. Letztendlich konnte alles bestätigt werden, was Philippe uns schon mehrmals gesagt hatte. Es war die Wahrheit. Sein Alibi war bestätigt und er wurde freigelassen. Damit bleibt nur noch Karin als Hauptverdächtige übrig. Sie weiß nicht, dass die Polizei die Telefonkarte sichergestellt hat und dass bereits Daten über ihre Nutzung vorliegen. Die Firma, die diese Karten herstellt, konnte die Karte wieder zusammensetzen. Und die Telefongesellschaft hatte uns Daten geschickt, mit denen wir eine Telefonnummer zurückverfolgen konnten. Mit der Karte wurde einmal ein Schweizer Handy angerufen. Warum wollte Karin die Karte loswerden? Und wem gehörte diese Telefonnummer? Die Analyse liefert eine neue Spur. Die Nummer gehörte einem gewissen Gilbert, der über 100 Kilometer von Genf entfernt wohnte und Polizei bekannt war. Er war bereits mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und wurde unter anderem wegen Bedrohung und Erpressung verurteilt. Und er besaß Waffen. Die Ermittler wollen herausfinden, was ein verurteilter Straftäter mit einer Tochter aus gutem Hause zu tun haben könnte. Und sie finden schnell eine Gemeinsamkeit, den Reitsport. Dieser Herr arbeitete in der Pferdebranche und war ein guter Reiter. Ein nervöser kleiner Kerl, der schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Er war gefährlich. Die Polizisten untersuchen seinen Werdegang und stoßen schließlich auf eine entscheidende Information. Er hatte 10 Jahre lang als Aufzugsmonteur gearbeitet und war somit Spezialist für Aufzüge.
Am Tag vor der Tat war ein Aufzugtechniker im Haus gesehen worden. Un technicien d'ascenseur a été croisé par un voisin dans l'immeuble le soir du crime. Und da macht es Klick. Denn in diesem Fall spielte der Fahrstuhl eine wichtige Rolle. Ein Aufzugspezialist mit einem Faible für Schusswaffen. Da wussten wir, dass wir den Richtigen hatten. Alles deutete auf ihn als Täter hin. Am 23. April 2009, 5 Monate nach dem Tod von Pier Silvano, wird Gilbert verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Doch die Ermittler haben nur Indizien, keine Beweise. Gilbert bestritt jede Beteiligung an dem Mord. Er sei nicht am Tatort gewesen und habe niemanden getötet. Auch die Tatwaffe wird nicht bei ihm gefunden. Den Ermittlern bleibt nur noch herauszufinden, wo er sich zur Tatzeit aufgehalten hatte. Die Geolokalisierung des Handys bewies, er war am Tatort. Am Morgen und Nachmittag des 26. November war er in der Nähe von Pierres Haus. Zur Tatzeit befindet sich der Verdächtige also weit weg von zu Hause und in der Nähe des Tatorts. Er sagte, er habe eine Prostituierte im Rotlichtviertel abgeholt. Sie habe ihm eine Wegbeschreibung gegeben, die zufällig an Pierres Haus vorbeiführte. Danach hatte er 2 Stunden ganz in der Nähe des Hauses mit ihr in seinem Auto verbracht. Er habe Sex gegenüber von Pierres Wohnung gehabt. Nicht sehr glaubwürdig. Trotz intensiver Suche kann die Polizei die Prostituierte nicht ausfindig machen. Gilbert behauptet weiterhin, nichts mit dem Mord an Pier Silvano zu tun zu haben. Die Ermittler ändern ihre Vorgehensweise. Sie konfrontieren Karin mit den Hinweisen, die sie gefunden haben. Diesmal hatten wir wirklich etwas Greifbares, nämlich Gilbert. Wir wollten sehen, wie sie reagiert, wenn wir ihr ein Foto von ihm zeigen. Man zeigte ihr eine Reihe von Fotos, darunter auch eines von Gilbert. Und Karin erstarrte regelrecht. Karin sagte nichts, aber ihre Reaktion angesichts der Fotos sprach Bände. Mit den Beweisen konfrontiert, bittet sie um ein Gespräch mit einem Anwalt. Karin beschloss, die Karten auf den Tisch zu legen. Sie wollte die Wahrheit sagen. Sie gestand, gemeinsam mit Gilbert an dem Mord beteiligt gewesen zu sein. Von diesem Zeitpunkt an arbeitete sie mit dem Untersuchungsrichter zusammen und erklärte, wie und warum sie die Tat begangen hatte. Karin legt ein umfassendes Geständnis ab. Sie habe sich entschlossen, ihren Mann zu töten, weil sie mit ihren Kräften am Ende gewesen sei. Nach einem Streit sei Pier Silvano gewalttätig geworden. Pierre sei in Wirklichkeit bedrohlich und gefährlich gewesen und habe sie gestalkt. Sie fürchtete um ihr Leben. Karin hatte zudem große Angst, weil Pierre gedroht hatte, ihr Lieblingspferd zu töten. Sie hatte ihrer Meinung nach keine Wahl mehr. Entweder er würde sterben oder sie. Karin erzählt, sie habe ihre Mutter Nicole um Rat gefragt. Diese ist den Ermittlern bisher nicht aufgefallen. Sie erzählte ihrer Mutter alles,
Beide waren in Panik und wollten den Mann loswerden. Mutter und Tochter beschließen, einen Auftragsmörder zu engagieren und suchen ihn in dem Umfeld, in dem sie sich am besten auskennen. Der Welt des Pferdesports. Über Kontakte lernen sie Gilbert kennen und machen ihm ein Angebot. Er geht darauf ein. Wer hätte gedacht, dass man in der glamourösen Welt der Pferde einen Auftragskiller anheuern kann? Karine einigt sich mit Gilbert auf einen Preis. 50.000 Franken. Sie hob 25.000 von ihrem Konto ab und Nicole gab ihr die restlichen 25.000 Franken. Eine Mutter, die Geld für den Mord ihres Schwiegersohns ausgibt. Am 1. November 2008 übergeben Karine und ihre Mutter dem Auftragsmörder 50.000 Schweizer Franken, um Pierre Silvano ermorden zu lassen. Für die Ermittler ein schlüssiges Szenario. Gilbert beteuert jedoch, nie Teil des Plans gewesen zu sein. Gilbert stritt alles ab. Am Tatort hat man außerdem keine Spuren von ihm gefunden. Aber wer hat Pierre Silvano dann getötet? Die Polizisten beschließen, das Motiv von Karine zu überprüfen. Pierre Silvano soll ihr gegenüber gewalttätig geworden sein. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie jedoch noch auf eine andere Version der Geschichte. Vier Jahre vor dem Mord, 2004, entdeckt Pierre Silvano erstmals, dass Karine ihn betrügt. Sie war ganz und gar nicht die brave Tochter aus gutem Hause, sondern sie hatte außereheliche Affären. »2008 entdeckte Pierre, dass sie wieder einen Liebhaber hatte. Viel später stellte sich heraus, dass es zwei waren. Angesichts ihrer Untreue beschloss er, sich scheiden zu lassen. Er wollte sie nicht mehr. Für die Ermittler ist dies der Zeitpunkt, an dem Karine beschließt, dass ihr Mann sterben muss. Das Motiv wird durch die zahlreichen abgehörten Telefongespräche bestätigt. Je mehr wir über sie recherchierten, desto mehr wurde deutlich, wie wichtig ihr Geld war. In einem abgehörten Gespräch sagte sie, sie würde jetzt beide Firmen verwalten und die Gewinne daraus kassieren, damit sie nicht arbeiten müsse. Sie tat also, was sie dafür tun musste. Zu Hause bei ihrer Mutter war sie ein braves Mädchen. Nach außen hin aber skrupellos. Karine hat dies getan, um ihren Mann zu beerben. Bei einer Scheidung wäre sie leer ausgegangen. Karine, ihre Mutter Nicole und Gilbert werden wegen Mordes und der Beihilfe zum Mord angeklagt. Eine Frage bleibt weiterhin offen. Wer hat Pierre Silvano erschossen? Ermittler und Angehörige hoffen, bald die ganze Wahrheit zu erfahren. Mitte Mai 2012 beginnt der Prozess vor dem Schwurgericht in Genf. Karine wird als Erste vernommen. Sie behauptet, nicht am Tatort gewesen zu sein. So eine Frau habe ich noch nie vor Gericht gesehen. Karine hat während des Prozesses eine Art Schutzpanzer aufgebaut, weshalb sie distanziert und kühl auf alle wirkte.
à l'égard de tout le monde. Elle était tellement glaciale. Diese Frau war so kalt. Chaleureuse comme femme. Gilbert sagt als nächstes aus. Er erzählt eine völlig andere Version der Ereignisse. Pendant toute la procédure, le tueur engage. Der Auftragskiller sagte im Prozess, er habe nichts getan. Karine sei es gewesen. Wer hat geschossen? Wer hat Pierre die Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt? Qui a fait quoi cette nuit-là? Die wahrscheinlichste Version ist, dass Gilbert die beiden Kugeln selbst abgefeuert hat. Der Prozess dauert eine Woche. Doch die Gegenüberstellung der Angeklagten führt zu keinem neuen Ergebnis. Weder Karine noch Gilbert gestehen den Mord an Pierre Silvano. Am Nachmittag des 1. Juni 2012 ziehen sich die Richter zurück. Nach einigen Stunden Beratung fällt das Urteil. Karine wird wegen Anstiftung zum Mord zu 16 Jahren Haft verurteilt. Sie wird nicht für schuldig befunden, ihren Mann selbst getötet zu haben. Karine nahm es einfach hin. Sie überschlug die Zeit und wusste, es wird lange dauern. Gilbert wird wegen Mordes zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Er wird offiziell des Todes von Pierre Silvano für schuldig befunden. Er wurde aufgrund der vielen Indizien verurteilt. Außerdem glaubte ihm niemand. Die Waffe wurde zwar nie gefunden, ebenso wenig wie die 50.000 Franken. Aber die Indizien reichten aus, um ihn schuldig zu sprechen. Karins Mutter Nicole wird wegen Beihilfe zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Für die Familie des Opfers sind die Verurteilungen nur ein schwacher Trost. Das macht mein Bruder auch nicht wieder lebendig. Man hat ihn mir weggenommen. Josephine Silvano glaubt weiterhin, dass Karine die Mörderin ihres Sohnes ist. Es war nicht Gilbert. Auch wenn sie mich anflehen würde, ich verzeihe ihr das nie. Sie haben unser Band durchtrennt. Dazu hatten sie kein Recht.